Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Der März ist fast um und es wird Zeit für mein Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, dass wir das heute auch halbwegs ordentlich abgedreht bekommen. In meinem Haus wird mal wieder gehämmert und gebohrt und aufgestemmt und ich habe keinen Einfluss darauf. Momentan ist es zwar ruhig, es könnte aber jeden Moment wieder losgehen. Ich entschuldige es vorsichtshalber schon einmal im Voraus. Ich habe diesen Monat wieder sehr, sehr viel verdüftet, liegt sicherlich auch am Lockdown. Man ist den ganzen Tag zu Hause, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, und ich habe viel Zeit zum Düfteln. Ich habe zum einen eine Kerze leer gemacht von Airwick, die fühl dich wohl. Das war, Augenblick, ich brauche meine Brille. Das war Wildrose und Jasmin. Die habe ich im Tauschpaket bekommen, die war noch halb voll gewesen. Sie ist super, super schön abgebrannt. Ich hatte sie auf einem etwas kleineren Raum, nämlich bei mir im Flur und dann zieht das auch so ins Badezimmer rein. Und da habe ich sie auch sehr schön wahrgenommen. Ich fand den Duft sehr angenehm. Ja, würde ich mir tatsächlich nachkaufen. Für kleine Räume sind diese Airwick-Lampen echt gut. Dann habt ihr sicherlich mein Geburtstagspaket von der lieben Salina gesehen. Sie hatte mir eine Knisterdochtkerze in Lavender-Vanilla geschenkt. Die ist leider auf dem Transportwege kaputt gegangen. Ich habe sie dann umgetopft in dieses Gläschen. Und ja, was soll ich sagen? Auch sie ist schon leer. Sie hat super gerochen. Auch die hatte ich auf relativ kleinem Raum. Und da hat sie sehr, sehr schön Duft abgegeben. Der Duft Lavendel-Vanille ist einfach nur ein Traumduft, das wisst ihr. Und ja, zum Knistern. Am Anfang hat sie nicht so sehr geknistert. Nur wenn es ganz leise im Raum war. Aber sobald man gesprochen hat oder draußen lauter die Autos vorbeigefahren sind oder der Fernseher an war, hat man sie nicht gehört. Ja, dann circa ab der Hälfte wurde das Knistern lauter und tatsächlich vergleichbar mit Woodwick-Kerzen. Ja, fand ich sehr schön. Danke, liebe Salina, noch einmal. Das war eine super Kerze. So, jetzt kommen wir zu dem Kleinkram. Und da muss ich gleich was vorweg schicken. Im letzten Monat habe ich ja sehr viel meine Geburtstagspakete veröffentlicht und dadurch sind einige Videos von Tauschpaketen, die ich im März noch gemacht habe, liegen geblieben. Diese Videos seht ihr erst im April. Allerdings sind aus diesen Tauschpaketen tatsächlich schon Mails hier im Aufgebrauch drin. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr jetzt seht, dass ich sie aufgebraucht habe und dann nächste Woche vielleicht ein Video kommt, wo ich genau dieses Mail bekomme und sage, oh, das habe ich ja noch nie gehabt. Also das vorweg. Nicht, dass ihr euch wundert. So, dann fangen wir mal an. Womit denn? Ich würde sagen mit Heart & Home. Von Heart & Home habe ich den Kaschmir leer gemacht. Den hatte ich schon sehr häufig von Heart & Home. Den mag ich sehr gerne. Das ist ein richtig schöner Kuschelduft. Und es sind nicht alle Heart & Home Tarts intensiv oder sehr intensiv. Kaschmir empfinde ich aber immer als sehr, sehr gut wahrnehmbar und würde ich mir deswegen auch immer wieder kaufen. Dann hatte ich den Aloe Vera von Heart & Home in der Lampe. Das war ein sehr schöner, sanfter, beruhigender und ein bisschen pflegender Duft. Es hatte so ein bisschen was Lotionartiges. Fand ich ganz schön. Ist für mich kein Must-Have, würde ich aber wieder verdüfteln, wenn ich ihn nochmal reinbekommen würde. Und dann hatte ich hier so ein Vierer-Set vom lieben Manuel zum Geburtstag bekommen. Und dieses Vierer-Set ist jetzt auch leer. Himmelsblau hatte ich als erstes in der Lampe. Das ist einer meiner Lieblinge, den kannte ich schon. Für mich ist das so ein schöner Wohlfühlduft. Ja, der hat wirklich was von Himmelsblau. Also es hat für mich was von schönem Sonnenscheinwetter mit blauem Himmel und mag ich. Pink Flower, gebe ich zu, habe ich weiter wandern lassen, weil er mir dann kalt geschnuppert dann doch etwas zu süß ausgefallen ist. Da habe ich ihn lieber weitergegeben. Weiße Jasmin und Fräsie, für mich die Überraschung schlechthin, den Duft kannte ich noch nicht und ich fand den wunderschön. Der hatte was Florales, aber irgendwie auch so was leicht Feminin-Parfümiges. Ein richtig toller Duft, jederzeit sehr gerne wieder. Und frisches Leinen habe ich nicht solo gedüftelt, sondern mit was Vanilligem abgemischt, weil Cotton- und Leinendüfte, naja, sind pur nicht so ganz meins. Mit Vanille war der aber super schön. Ja. Und ihr seht,
damit ist auch dieses Set leer. Dann hatte ich von Woodwick ein Melt in der Lampe, nämlich mein geliebter Redwood. Ein sehr holziger und maskuliner Duft. Der riecht für mich wie ein sehr schönes, edles Herrenparfum. Mag ich sehr gerne, habe ich auch noch einige Male hier. Ist mittlerweile einer meiner liebsten Woodwick-Düfte. Dann hatte ich hier von IPFM Flower Power. IPFM heißt It's Pure Magic. Ja, und das war wirklich Flower Power. Ein riesengroßer bunter Blumenstrauß. Ich könnte euch nicht sagen, welche Blumen drinnen waren. Es war ein großes florales Etwas. War aber sehr schön, hat toll in die Zeit gepasst. Dann hatte ich von Goose Creek ein Firefly in der Lampe, nämlich den Cucumber Rain. Und zwar an Tagen, wo es dann tatsächlich auch geregnet hat. Der März war hier sehr aprilhaft im Wetter. Also mal gab es Sonne und es war ein bisschen kühler. Dann gab es wieder Regen und es wurde aber gleichzeitig wärmer. Jetzt seit gestern allerdings ist Sonne und hohe Temperaturen, also was heißt hohe, schön frühlingshafte 23 Grad. Momentan ist es traumhaft draußen. Naja, und im Regen hatte ich halt den Cucumber Rain. Für mich einer der schönsten Regendüfte. Durch die Cucumber hat er sowas herrlich Frisches. Ich mag ihn jederzeit gerne wieder. Dann hatte ich von der lieben Jenny, also Miss Curly Jen, ein paar Düfte in der Lampe. Einmal den Kaffee. Das war ein toller Duft, muss ich sagen. Der war mega intensiv. Ich hatte hier, ich glaube, zwei Pfötchen. Und jedes Pfötchen hat locker 10 Stunden durchgedüftelt. Ein ganz toller Kaffeeduft, der so ein bisschen was Nussiges, leicht Karamelliges dabei hatte. Mochte ich aber sehr, würde ich auch wieder verdüfteln. Den fand ich gut. Immer noch von Jenny war der Peony. Peony, da habe ich eine etwas zwiegespaltene Meinung zu. Die ersten 2-3 Stunden war er super schön. Er war nicht so intensiv wie der von Yankee, aber an sich ein sehr schöner, sehr stimmiger Duft, der auch gut wahrnehmbar war. Allerdings fand ich, dass er nach so 3 Stunden eine merkwürdige Eigennote bekommen hat. Vielleicht war es auch das Wachs. Jenny probiert ja mit dem Wachs noch ein bisschen rum. Sie hat noch nicht für sich das beste Wachs gefunden. Ich fand, er bekam eine merkwürdige Beinote. Ich habe ihn dann tatsächlich nach 4 Stunden auch nicht mehr angemacht. Ja, weil mir der Duft dann nicht mehr gefallen hat. Das war aber auch der einzige von Jennys probierten Düften, wo das so aufgetreten ist. Dann hatte ich Luxurious Linen in der Lampe. Auch das ist ein mega toller Duft, mega intensiv. Ich glaube, den habe ich auch locker 10-12 Stunden gedüftet. Ein unglaublich kuscheliger Duft in die Kaschmir-Richtung gehend. Also sehr warm, sehr weich, sehr kuschelig. Ein toller Duft. Und dann hatte ich noch den Daisy Dupe in der Lampe. Ein super schöner floraler Duft, der aber auch so was leicht pudrig-parfümiges dann entwickelt hat. Ich glaube, es soll auch ein Parfüm-Dupe sein. Ich weiß nicht zu welchem Parfum, aber ist wunderschön gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, Daisy Dupe. Dann hatte ich von Iceflower die Eule Hedwig leer gemacht. Und Hedwig war auch so was frisch-kuscheliges, Wäscheduftartiges, würde ich sagen. Er war okay, aber er hat mich jetzt nicht geflasht. Nach Kaufen würde ich ihn mir jetzt nicht unbedingt. Dann hatte ich von Iceflower April Fresh mit Vanilla Lavender. Das war so ein amerikanischer Waschmittelduft mit ein bisschen Lavendel-Vanille dabei. Wobei Lavendel-Vanille sich schon zurückgehalten hat. Also der dominante Duft war schon dieser Waschmittelduft. Ja, er war nicht grottig für mich, aber er hat mich auch nicht jubeln lassen. Das war für mich so ein Nice-to-have-Duft. Ja. Dann hatte ich Lavender Flowers and Ice Musk. Das war ein toller Duft.
Der war so schön pudrig, parfümig und also man hat Lavendel gut rausgerochen, aber ganz klar, Eismask hat alles unglaublich parfümig, pudrig gemacht. Mega, mega schön. Jederzeit gerne wieder. Ich mag sowieso den Eismask von Iceflower unheimlich gerne. Und Kaschmir Vanilla Lavender. Was soll ich sagen? Auch ein wunderschöner Duft. Hier kamen beide Noten gleichermaßen raus. Aber von der Gemütlichkeit war ganz klar der Kaschmir super präsent. Mega toll. Jederzeit gerne wieder. Das war schon ein Highlight. So, womit machen wir weiter? Der einzige Goose Creek Duft, den ich in diesem Monat leer gemacht habe, der Pure Red Rose, da war auch nur noch ein Stück drin gewesen. Und ich dachte, dann habe ich wieder Platz im Schrank. Warum soll das große Clamshell da drin stecken, wenn nur noch ein Bröckchen drinnen ist? Ein einfacher, purer, rote Rosenduft, ja. Der Name ist Programm, da gibt es auch gar nicht viel mehr zu sagen. Dann hatte ich Traumdüfte in der Lampe. Einmal Coconut Milk Lavender und etwas Kamille. Ich gebe zu, die Kamille habe ich nicht wahrgenommen. Für mich war das ein Coconut Milk Lavender Duft. Und ich mag Coconut Milk Lavender Düfte. Ich mochte auch diesen. Fand ich sehr schön. Und von Traumdüfte hatte ich den Bedtime Bath. Auch so ein wunderschöner, beruhigender Kuschelduft mit Lavendel. Ich glaube, Kamille ist auch drin. Für mich ist der warm auch immer parfümig und ja, mag ich. All-time favorite. Mag ich eigentlich auch von jeder Gießerin. Vom Traumdüfte der Rosemary Mint. Den hatte ich irgendwann mal in der Küche an. Ja, Minze und Rosmarin. Also diese frische Minznote, dazu der kräuterige Rosmarin, war für mich der perfekte Küchenduft. Hat an dem Tag auch super toll gepasst. War in Ordnung. Dann hatte ich Endless Love in der Lampe. Das war noch so ein halbes Pöttchen gewesen. Hier rieche ich jetzt nicht mehr viel, aber ich glaube, das war so ein sanfter, parfümiger Duft. Nichts, was mich hat jubeln lassen, aber auch nichts, was ich schlecht fand. Also so ein Nice-to-have-Duft. Sweet Grass and Dandelion. Ja, ich mag frische Grasdüfte. Hier noch mit ein bisschen was Floralem gestützt. Mochte ich sehr frisch, sehr frühlingshaft. Genau meins. Und der letzte von Traumdüfte war der Warm Vanilla Sugar. Das ist ein Bath & Body Works Tube. Liebe ich auch von allen Gießern und natürlich auch das Original. Ein super schöner vanilliger Duft, der aber auch putrig parfümig ist. Für mich ist das einfach ein Wohlfühlduft. Warm Vanilla Sugar geht eigentlich fast immer. Den habe ich mir jetzt auch von Duftkonfetti in der Custom bestellt. Ich bin sehr gespannt, wenn er dann mal hier sein wird. Und weil wir gerade von Duftkonfetti reden, machen wir doch auch mit Duftkonfetti weiter. Da hatte ich den Blütenrausch, der war, glaube ich, in meinem Geburtstagspaket. Und och, in den habe ich mich verliebt. Der ist so schön und so frühlingshaft. Es riecht wirklich frisch, floral, aber nicht so floral, als wenn ihr in einem Blumenladen steht, so die volle Dröhnung, sondern so sanfte Blüten. Sanft, aber schon intensiv in der Geruchsabgabe. Ein perfekter Frühlingsduft. Wunderschön. Blütenrausch fand ich mega. Dann hatte ich Meeresschimmer. Der Duft war jetzt nicht holzig oder salzig, wie man das jetzt vielleicht vom Namen her vermuten würde. Das Wasser, also das Meer, habe ich jetzt nicht wirklich gerochen, sondern mehr die Luftbrise, die vielleicht am Meer geht im Frühling, wenn man so 20, 22 Grad hat vielleicht, so wie es jetzt ist. Und das war ein unglaublich wohliger Duft. Also, ja, sehr schwer zu beschreiben, aber unglaublich schön. Auch den würde ich jederzeit wieder düfteln. Dann hatte ich das kunterbunte Kaugummi.
Ein etwas anderer Bubblegum-Duft, als man ihn sonst so gewohnt ist von diesen Bubblegum-Düften. Trotzdem quietschig süß, unheimlich viele Kindheitserinnerungen und mega lecker. Ich fand ihn auch gut, ich bin aber jetzt nicht der Riesen-Bubblegum-Düftler, also manchmal für die Kindheitserinnerung schon gerne, aber ich muss da echt Lust drauf haben. Ja, ich würde ihn also nochmal düfteln, wenn ich ihn hier hätte. Ich würde ihn mir jetzt aber nicht gezielt nachbestellen. Aber wenn ihr so Bubblegum-Düfte mögt, probiert den mal. Er ist wie gesagt anders, aber nicht weniger gut. Einer meiner Lieblinge von Duftkonfetti ist das Blubberbad. Auch den habe ich mir bei den Customs nachgeordert. Ach, der ist so schön. Das ist für mich eine Mischung aus einem Wäscheduft, einem sehr sanften Wäscheduft, nicht beißend, nicht stechend, so wie frisch gewaschene Frotti-Sachen vielleicht, und was Fruchtigem. Ich weiß, dass hier auch florale Komponenten drin sind, die nehme ich aber nicht so wahr. Für mich hat das so was Fruchtiges mit einem Wäscheduft. Und raus kommt tatsächlich so eine Art Blubberbad. Also mich erinnert das an ein Kinderschaumbad. Und vielleicht hat dann schon der frisch gewaschene Bademantel oder das Handtuch breitgelegen. Und das ist, was ihr riecht. Ich finde den so toll. Ich möchte momentan auch nicht mehr ohne den sein. Und ich freue mich, wenn die Customs kommen und ich endlich Nachschub hiervon habe. Dann hatte ich von Duftkonfetti eine komplette Tafel Green Grass and Lavender verbraucht. Ja, der Lavendel war ein bisschen dezent im Hintergrund. Man hat vor allem Green Grass gerochen. Ich habe allerdings Green Grass nochmal einzeln zum Geburtstag bekommen von der lieben Isi. Da war noch ein bisschen von der Tafel da und ich konnte die beiden auch mal nebeneinander riechen. Und im direkten Vergleich hat man schon gemerkt, dass hier der Lavendel drinnen ist. Wenn man ihn gedüftet hat, war er aber wirklich nur so wenig angehaucht. Es hätte auch ein purer Green Grass Duft sein können. Den wiederum fand ich super. Kalt wirkte er vielleicht ein bisschen dumpf, das ist aber öfter so bei Green Grass Noten, ist mir so aufgefallen. Aber warm war das für mich wieder Frühling pur und ja, habe ich sehr, sehr genossen. Dann hatte ich von Duftkonfetti noch den Milky Lavender. Das war ein milchiger Lavendelduft, kann man ja denken sich vom Namen. Heißt, er hatte dieses cremig-milchige wirklich. Er hatte dabei aber keine Süße. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Und dann hatte ich von Duftkonfetti den Frühlingserwachen. Da war so ein richtig schöner, ja, ich sag einfach mal Mini-Tafel drin, so ein Ornament-Melk. Melt. Jetzt haben wir es aber. Oh, ein herrlich floraler Duft. Für mich am dominantesten eine Jasminnote. Ich weiß, dass auch Rose oder Pfingstrose drin ist und zig andere Blumen. Für mich war aber immer der Jasmin im Vordergrund. Und wenn Jasmin mit anderen Blumen gemischt ist, rieche ich Jasmin sehr gerne. Ich tue mich mit Jasmin nur dann schwer, wenn er solo daherkommt. Und ich fand den toll. Der war im Warmzustand so weich, so rund, so stimmig einfach. Würde ich jederzeit wieder verdüfteln. Frühlingserwachen war toll. So, nehmen wir mal die nächste Box. Ich muss das hier sortieren. Da haben wir von Bea einmal Buddha's Garden, also Bea's Wax Bakery. Ich rieche hier nicht mehr viel, aber ich glaube, das war auch so ein sanfter, leicht beruhigender Duft, den ich ganz in Ordnung fand. Und von Bea der Strawberry Cashmere. Und den mag ich im Frühling sehr gerne. Es ist wirklich eine wunderschöne Kaschmirnote mit ganz, ganz viel, zugegebenerweise, künstlicher Erdbeere obendrauf. Aber dadurch habt ihr dieses Kuschelige vom Kaschmir, aber auch dieses Frühlingshafte der Erdbeere, mag ich so im Jahreszeitenübergang unglaublich gerne. Habe ich auch wieder sehr, sehr genossen. Von der Wachsmacherei hatte ich Lavendelmilch, Lavendelzucker und Lavender Bloom. Ja,
Eine schöne Lavendeldröhnung. Weich, cremig, ein bisschen süßlich. Mochte ich. Aber mit Lavendel macht man ja bei mir sowieso sehr, sehr wenig verkehrt. Dann hatte ich Cozy Bunny von der Wachsmacherei. Auch das war irgendwas mit Lavendel und ich glaube auch Kamille, ich bin mir nicht sicher. Er hat mich an einen Duft von Bea erinnert, nämlich an den Lalelu. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, ich weiß es nicht, aber für mich gehen die definitiv in die gleiche Richtung. Also ein sehr kuscheliger, gemütlicher, beruhigender Duft. Jederzeit gerne wieder. Vanillakotten. Ist jetzt auch leer. Wie gesagt, ich habe festgestellt, dass ich Cotton- und Leinendüfte mit Vanille richtig toll finde. Den fand ich auch toll. Würde ich mir definitiv wieder nachbestellen. Mit Vanille finde ich das so großartig. Wahnsinn. Und der letzte der Wachsmacherei ist dann Kaschmir Amaryllis. Auch das war ein sehr schöner Kaschmirduft. Der aber durch diese Amaryllis so eine richtig fruchtig, frühlingshafte Note bekommen hat. Also ähnlich wie der Kaschmir Strawberry von Bea ist das hier für mich so ein Kaschmirduft für die Übergangszeit. Wenn es schon was wärmer wird und man nicht mehr diese heftigen, sandelholzlastigen Kaschmirdüfte erträgt, weil es zu warm ist, aber trotzdem noch was Gemütliches haben will, aber auch gleichzeitig so was Frühlingshaftes, dann passt der einfach super, super toll. Würde ich mir auch jederzeit nachbestellen. Von Sensationals hatte ich den Dusk Till Dawn. Das war ein Duft, als ich ihn kalt gerochen habe. Der kommt in einem der Tauschpakete, die ihr leider erst im April sehen werdet, also wundert euch nicht. Als ich ihn kalt gerochen habe, dachte ich, wow, toll. Ich rieche tatsächlich irgendwas, was mich an morgen erinnern lässt. Und ich rieche irgendwas, was mich an Sonnenuntergang erinnern lässt. Also es hatte wirklich Morgendämmerung und Abenddämmerung zusammen irgendwie. Im Warmzustand hat er mir dann allerdings nicht gefallen. Er wurde dann, ich weiß nicht, er wurde mir zu süß. Und ich hatte auch nicht mehr dieses Empfinden von einem Morgengrauen oder von einer Abenddämmerung. War für mich warm leider dann nicht mehr ganz so schön wie kalt. War trotzdem nett, ihn probiert zu haben. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich mir davon kein Clamshell kaufen muss. Und von Sensationals hatte ich den Girlfriend Night Bubbly Berry Bliss. Das war tatsächlich so was Beeriges und ein bisschen spritzig. Das Ganze aber in einer parfümigen Variante. Ja, also es war ein sehr schöner... kindlich ist jetzt übertrieben, aber wirklich so für junge Mädchen verspielter Parfumduft. Wunderschön. Also als Parfum, ich wäre zu alt, um es zu tragen. Es wäre ja eher wirklich was für Teenager oder Twents. Ne? Aber als Raumduft fand ich ihn schön, wird ihn auch wieder verdüfteln. Dann habe ich zweimal Village Candle, einmal den Cherry Blossom. Ja, ein sehr schöner floraler Duft, der bei Village ein wenig parfümig wird. Ich mag die meisten Cherry Blossom Düfte, egal welche Firma. Mir ist dann auch egal, ob sie mehr Blütenanteil haben oder ob auch Fruchtanteil dabei ist. Der von Village, wie gesagt, wird ein bisschen parfümig. Aber auch das mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich genossen, würde ich auch jederzeit wieder düfteln. Und von Village Candle, der Wizard's Owl als Wax Crumbs. Da habe ich ja mittlerweile die Kerze von. Mag ich. Ist für mich ein schöner, frischer, maskuliner Duft. Der kein Dupe ist, aber für mich in die Richtung geht wie von Doris der Flaschenhugo. Was wiederum ein Dupe ist zu Boss Bottled. Also nicht als hundertprozentiger Dupe zu Boss Bottled, eher aber schon in eine sehr ähnliche Richtung gehend. Mag ich sehr gerne. Wie gesagt, jetzt habe ich auch endlich die Kerze davon. Dann hatte ich von Nimbus Candles den Spring Dew. Auch das war ein sehr schöner, frühlingshafter Duft. Ja, hier riecht man leider nichts mehr.
Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wonach er genau roch. Ich weiß aber, dass ich ihn sehr genossen habe und mir gedacht habe in dem Moment, na, den musst du dir aber nachkaufen, der gefällt dir. Ja, Spring Dew von Nimbus Candles. Von Liebe zum Handmade habe ich den Erdbeer-Marshmallow in der Lampe gehabt. Sehr süß, sehr künstlich, aber auch sehr lecker. Das war so ein Nachmittag, wo ich richtig Lust hatte auf sowas. Und ich liebe ja die Erdbeernote von Jutta. Ja, und hier war er halt mit Marshmallow noch süßer und noch zuckriger. Mochte ich sehr. Dann habe ich hier einen Mix gehabt von der lieben Manu. Wachsmacherei, Babypowder und Pink Sugar zusammen mit Wohlfühlmomente, Lavendel, Coconut Milk. Was soll ich sagen? Der Duft war super. Das war eine richtig tolle Mischung. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hämmern hört. Das ist wie angekündigt. Die Bauarbeiten hier in meinem Haus, tut mir leid, sollte man es auf der Kameraaufnahme hören. Wir versuchen es einfach mal zusammen zu ignorieren, ja? So, der Duft, wie gesagt, war toll, liebe Manu. Die Mischung hat mir gefallen. Ich habe sie sehr genossen. So, weiter geht es mit Sensi. Fangen wir mit dem hier an. Mystic Magnolia habe ich leer gemacht. Da waren noch zwei Stücke drin gewesen. Ich mag Magnoliendüfte. Ich finde den von Sensi nicht so schön wie andere. Also ich finde, es gibt schönere Magnoliendüfte als den von Sensi. Er war aber auch nicht schlecht. Muss man dazu sagen. Habe ich genossen. Würde ich mir selber aber nicht nachkaufen. Dann aus der Disney-Kollektion hatte ich den Mulan True to Your Heart. Das war ein wunderschöner Rosenduft. Ich weiß nicht, was da noch alles dran war. Da war neben der Rose definitiv noch etliche andere Komponenten enthalten. Rose war nur der dominante Duft. Aber es roch einfach wie ein unglaublich edles Rosenparfum in meiner Nase. Unglaublich schön. Würde ich mir wiederholen, wenn er denn noch bei Sensi im Sortiment wäre, was er nicht mehr ist. Aber ich mochte ihn. Und leer gemacht habe ich den Blue Grotto. Man sollte jetzt vom Namen her meinen, das wäre irgendwas sehr aquatisch Frisches. Der roch für mich unglaublich nach Orange und so ein bisschen süß-spritzig. Und hat mich erinnert an das orangene Tic Tac. Wenn ihr noch in etwa wisst, wie das orangene Tic Tac schmeckt. Doppelt so stark, so riecht er. Also das war für mich auch wieder Kindheitserinnerung und was ganz anderes als der Name hergibt. Fand ich aber irgendwie cool. Ich selber würde ihn mir, glaube ich, trotzdem nicht nachkaufen. Sollte er aber durch ein Tauschpaket nochmal reinkommen, würde ich ihn noch einmal verdüfteln. Und von Sensi habe ich ein Stück vom Pink Cotton in der Lampe gehabt, weil mich der einfach interessiert hat, wie der warm ist. Und er war schön, allerdings wird dieser Pink Cotton sehr süß. Also man muss schon Lust haben auf was Süßes. Er hatte diese leichte Wäschenote. Allerdings durch diesen Mix war sie auch nicht beißend, nicht stechend oder dass ihr denkt, puh, ich habe gerade Wäsche aufgehangen. Ich weiß nicht, was das Pinke letztendlich war, aber es wurde dadurch unglaublich süß. Es war ein schöner Duft, aber man muss schon Lust haben auf dieses Süße, wenn man ihn anmacht. Ja, also prinzipiell den Duft kann ich empfehlen, aber seid vorsichtig, Leute, und habt Bock auf was Süßes, wenn ihr ihn anmacht. Dann habe ich von Mainstays den Garden Rain leer gemacht. Och, der war toll und leider gibt es hier ja kein Mainstays. Das war für mich die perfekte Symbiose aus einem Rain-Duft und einem grünen Fresh-Grass-Duft. Also ihr habt dieses grüne Wiese-Blätter wahrgenommen, aber auch so was schön ozon-aquatisches, ozonisch-aquatisches von einem Regenduft. Für mich die perfekte Symbiose. Ein toller Duft, leider nur in Deutschland kaum erhältlich.
So, dann nehmen wir mal meine zwei aus der Hexenküche, die ich leer gemacht habe. Da hatte ich einmal Lavender Linen. Da hatte ich einen Leinduft mit einem Lavendelduft gemischt. Und was soll ich sagen, man soll sich ja nicht selber loben. Aber der ist mir gut gelungen. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Habe ich sehr genossen. Leider habe ich weder die Lavendel noch die Leinennote hier, mit denen ich das gemischt hatte. Sonst würde ich es mir nochmal mischen. War toll. Was auch toll war, war meine Fresh Cut Grass Mischung. Die war gemischt aus Hügebi Fresh Cut Grass, Bea's Wax Bakery, Ring of Kerry, Wohlfühl Momente Fresh Cut Grass und Chestnut Hill SoCal Summer. Und das alles in einem Duft. Und es war dadurch einfach nur eine grüne Frühlingsbombe, die unglaublich frisch gerochen hat. Also ihr habt das Gefühl gehabt, ihr steht mitten in einem Haufen frisch gemähter Wiese. Gott, das war schön. Ich mag sowas im Frühling einfach und ja, ist auch leer. Dann habe ich hier Wohlfühlmomente. Von Doris hätte ich Lavender Dream, Zucchini Bread und Marshmallow Bomb. Das war ein schöner Duft, von mir aus hätte aber Marshmallow Bomb wegbleiben können. Dadurch wurde er nur ein wenig süßer. Lavender Dream und Zucchini Bread hätte ich nie gedacht, passt mega toll zusammen. Ja, habe ich sehr genossen. Würde ich tatsächlich mir so nachkaufen, wenn ich denn bei Doris ein Custom-Körbchen hätte, was ich nicht habe. Dann hatte ich Wohlfühlmomente Birds Chirping. Davon habe ich auch noch ein Melt. Also hier waren zwei drinnen. Das war so ein schöner, sanfter, floraler Duft, der mich so an diese Düfte erinnert hat. Butterfly Hugs, Butterfly Kisses, so heißen die bei den meisten. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und in diese Richtung ging der für mich auch. War ein schöner, sanfter, cremiger, frühlingshafter Duft. Mochte ich, ist aber nicht mein Liebling. Und ich glaube, nachkaufen würde ich ihn mir nicht. Wenn er aber hier ist, werde ich ihn verdüfteln. Ja. Dann hatte ich Apple Mango Tango mit Lavender Flowers. Auch den fand ich sehr schön. Wobei ich hier bei dem Apfel Mango was Fruchtiges zwar rausgerochen habe, aber ich wäre jetzt nie auf Apfel-Mango gekommen. Und zusammen mit dem Lavendelduft war das was richtig Tolles. Dieser Lavendel mit so einer leicht fruchtigen Unternote, ja, das hat mir gefallen. Mochte ich. Ein Klassiker ist der Coconut Milk Lavender von Doris. Und er ist einfach ein Träumchen, ne? Wenn ihr auf diese sanften, leicht süßen und sehr cremigen Lavendeldüfte steht. Ach, das ist er. Und das war ja auch damals der Duft, der mich überhaupt erst mit Lavendel angefixt hat. Also sehr lange Zeit mochte ich ja gar keine Lavendeldüfte. Und es war tatsächlich von Doris der Coconut Milk Lavender, der mein Herz für die Lavendeldüfte geöffnet hat. Und schon deswegen mag ich ihn. Dann hatte ich hier zweimal von Doris so ein Pröbchen von Raindrops and Roses. Ja, ich hatte sie einzeln in der Lampe und nicht zusammen. Ich habe allerdings noch zwei so Pröbchen, die werde ich dann mal zusammen in die Lampe tun. Denn der Duft war sehr schön. Es war so ein Rosenduft, der aber auch eine ganz minimale aquatische Note dabei hatte. So als wenn die Rose vielleicht taubedeckt ist. Und ihr habt das Grün des Stängels und der Blätter mitgerochen. Also ein wirklich schöner Duft. Leider für mich und meine Nase nur viel zu dezent. Ja, bin ich von Doris gar nicht so gewohnt. Ich denke, das ist einfach das Öl. Ich hoffe jetzt bei den anderen beiden, wenn ich sie zusammen in die Lampe packe, ja, dass das intensiver wird. Denn der Duft hat mir an sich echt gut gefallen. Raindrops and Roses. Von Wohlfühlmomente Springtime Baby. Das war ein floral-cremiger Duft, den fand ich mega. Ja, da hat er so für mich was von einer richtig tollen Blumen-Body-Lotion. Mochte ich jederzeit gerne wieder.
Von Wohlfühlmomente Bedtime Bath mit Baby Powder und Tahitian Tiara Flower. Im Kaltzustand habe ich Bedtime Bath und Baby Powder wahrgenommen, Tahitian Tiara Flower nicht. Im Warmzustand war Tahitian Tiara Flower für mich auch nicht wahrnehmbar. Baby Powder war da, aber ganz leicht, und der dominante Duft war der schöne Bedtime Bath. Ihr wisst, hatten wir ja eben schon mal als Einzelduft, so ein bisschen Lavendel, ich glaube auch ein bisschen Kamille. Für mich parfümig und einfach nur kuschelig. Fand ich also auch gut. Und von Wohlfühlmomente der Blütenrausch. Das war ein Duft, was hatte der drinnen? Unter anderem Veilchen, meine ich. Veilchen, Rose. Vor allem das Veilchen ist mir immer in die Nase gestochen. Und zwar sehr angenehm. Ich mag Veilchendüfte. Und das war für mich auch ein richtig toller, frühlingshafter Duft. Den würde ich jederzeit wieder düfteln. Ja, der hat mir richtig gut gefallen. Naja, jederzeit nicht. Ein Blumenmädchen bin ich ja eigentlich nur im Frühling und ein bisschen noch im Sommer. So, was haben wir als nächstes? Woodbridge. Da habe ich den Fairy Dust leer gemacht. Diese Woodbridge Melts finde ich ja wirklich sehr gut. Die haben eine tolle Duftabgabe. Ich mag halt nicht, wie lose der Deckel da drauf sitzt. Aber von der Qualität bin ich eigentlich relativ überzeugt. Ja, hier rieche ich nicht mehr viel. Fairy Dust war nicht der Liebling von denen, die ich mir bestellt habe. Das war, glaube ich, so ein relativ frischer Duft. Mit einem Hauch-Spa-Element. Keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, ich fand ihn nicht grottig, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so super, dass ich ihn mir nachbestellen würde. Das nicht. War nett, ihn mal ausprobiert zu haben. Dann hatte ich den Love Always. Das ist kein Rosenduft, auch wenn hier eine Rose abgebildet ist. Sondern das ist so ein feminin parfümiger Duft. Kein Dupe, aber in die Richtung gehend wie La Vie Belle. Ja. Also wenn ihr das Parfum La Vie Belle von Lancôme kennt, in diese Richtung geht dieser Duft. Und dann hatte ich Lavender und Bergamot. Ich wollte für mich einfach mal testen. Ich bin ja jetzt nicht dieser Riesenfreund von Lavendel und Zitrus. Und ich wollte mal schauen, ob es mit Bergamot anders ist. Ist für mich auch tatsächlich schöner als mit Zitrus. Nichtsdestotrotz ist ja auch Bergamot eine Zitrusfrucht. Und das ist nicht meine liebste Mischung. Obwohl ich mit Bergamot das schon tatsächlich besser fand als mit der echten Zitrone. Würde ich mir jetzt aber so auch nicht nachkaufen. Von Bridgewater hatte ich Sweet Magnolia in der Lampe. Das war ein Würfelchen. Das ist ein sehr, sehr schöner Magnolienduft gewesen. Ja, mag ich. Und dann kommt noch mehr Bridgewater. Da hatte ich den Free Spirit. Ja, den fand ich so mittelmäßig. Das war ein sehr frischer, ozonischer Duft. Der war nicht schlecht, aber ich hatte mich sehr, sehr schnell, ich glaube schon nach 2-3 Stücken dran, satt gerochen. Entsprechend lange hat es gedauert, bis ich jetzt den Rest endlich mal verdüftelt hatte. Ja, war okay. Nachkaufen bräuchte ich ihn aber nicht. Gleiches gilt für den Nantucket Coast. Der war aquatisch und hatte auch was Salziges, wirklich von Meeresluft. Und ich fand, er war ein klitzekleinen Ticken maskulin. Fand ich schon besser als den Free Spirit, ist aber auch kein Must-Have-Duft. Ist nett, ihn mal probiert zu haben, muss man aber nicht unbedingt kaufen. Dann der Orange Vanilla. Das ist so ein Klassiker, ne? Wie diese Orange Dreamsicle-Düfte. Sanfte, cremige Vanille mit sowas Fruchtigem von der Orange. Mag ich im Sommer ganz gerne. Ich hatte jetzt hier nur noch ein Stück drin. Ich dachte, komm, hau ihn im Frühling weg. Hast du wieder mehr Platz im Schrank. Und den Daisy Days hatte ich in der Lampe. Da waren noch 2 oder 3 Stücke, glaube ich, sogar drin. Ja, ist so ein schöner Gänseblümchen-Margaritenduft.
hier allerdings ganz leicht parfümig interpretiert. Also er roch nicht nur floral, es war nicht so, als wenn ihr an einer Blumenwiese vorbeigeht, sondern es war so ein bisschen parfümhaft. Nichtsdestotrotz mochte ich den und den würde ich auch jederzeit wieder verdüften. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Yankee und dann haben wir es geschafft, dann sind wir durch. Da hatte ich einmal den Egyptian Musk. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Das waren so selbstgegossene Melts. Egyptian Musk mag ich. Ich habe da auch noch einen halben Hauswarmer und ich glaube einen Sampler von. Ist schon seit ein paar Jahren aussortiert aus dem Sortiment. Für mich ein wunderschöner, femininer Parfumduft. Mochte ich immer, werde ich glaube ich auch immer mögen, Egyptian Musk. Dann den Moroccan Argan Oil. Auch das waren selbstgegossene Melts, die ich im Tauschpaket hatte. Ja, und das ist dieser typische Arganölgeruch, den ihr vielleicht auch aus dem Massagestudio kennt. So ein bisschen orientalisch schwerer Duft, den ich sehr gerne mag. Er ist parfümig und ja, ich mag Moroccan Argan Oil. Auch er ist leider nicht mehr im Standardsortiment. Der nächste ist schon länger nicht mehr im Standardsortiment und den liebe ich heiß und innig. Das ist der Honey and Spice. Da hatte ich so einen ganzen Beutel voll mit Melts und ich habe mir lange, lange Zeit gelassen, ihn aufzubrauchen. Ich habe ihn wirklich genossen und sehr sparsam aufgebraucht, aber nur ja, jetzt ist er leer. Und Honey and Spice ist für mich ein sehr edler Teeduft. Honig oder Gewürze rieche ich da gar nicht so stark. Und dieser edle Teeduft wird, wenn er warm ist, nach einer Zeit unglaublich parfümig. Für mich feminin parfümig und einfach nur schön. Einfach nur wunderschön. Ich weiß nicht, warum Yankee den aus dem Sortiment genommen hat. Ach Gott. Honey and Spice. Eine große Liebe von mir. Ebenfalls eine große Liebe von mir ist der Whiskers and Kittens. Da habe ich von der Manu ein komplettes Clamshell abgefüllt bekommen. Das habe ich auch direkt weggezogen. Ja, Whiskers and Kittens ist ein sanfter Duft. Also als Kerze ist er sehr schwer wahrnehmbar. Wenn er abgefüllt wird ist er, und dann in der Lampe brennt, ist er besser wahrnehmbar. Aber er ist jetzt nicht der Mega-Ballermann, ne? Aber dann riecht er unglaublich schön. Er hat Moschus drin, er hat Sandelholz drin, er hat Vanille drin. Es ist für mich einfach ein sehr kuscheliger Wohlfühlduft. Ach, ich mag ihn sehr gerne. Ich finde immer nur so schade, dass er so schwach ist in der Duftabgabe. Der könnte von mir aus 2-3 Mal so intensiv sein. Trotzdem feiere ich ihn. Ich liebe ihn und das Label mit der Katze liebe ich sowieso. Dann hatte ich von Yankee ein Tarte Lindentree in der Lampe. Für mich ein sehr authentischer Lindenblütenduft. Denn so wie das Tarte riecht, so riechen, finde ich, Lindenblüten. Also wenn ihr durch eine Allee geht, wo mehr als nur eine Linde steht, sondern am besten wirklich die ganze Straße lang und die Lindenblüte blüht gerade, dann nimmt mal eine Prise und riecht diese Luft. Das riecht genauso wie das hier. Sehr authentisch, mag ich. Und der letzte ist der Black Plum Blossom von Yankee. Ein schöner, floral-fruchtiger Duft. Also er ist für mich nicht nur floral, er hat für mich auch Fruchtanteile von der Pflaume. Und im Warmzustand wird er für mich parfümig, feminin parfümig. Mag ich sehr gerne, ist glaube ich aber auch schon nicht mehr im Sortiment, ne? Und das war, was ich im März verdüftelt habe. Ich denke, es war einiges. Ich hoffe, dass irgendwann mal der Lockdown endet. Nicht, dass ich mich nicht freue, dass ich so viel aufgebraucht bekomme. Das ist der einzige angenehme Nebeneffekt am Lockdown. Aber ich würde gerne einfach wieder viel mehr raus und unter Menschen gehen. Und das geht ja gerade momentan halt nicht so. Also wird wahrscheinlich auch im April heftigst weiter gedüftelt. Wie ist das bei euch? Düftelt ihr auch so viel im Lockdown? Ich meine, ihr seid wahrscheinlich ja genau wie ich die meiste Zeit zu Hause und man hat viel, viel Zeit zum Düfteln. Ist das bei euch auch so, dass ihr im Lockdown solche Berge wegzieht im Vergleich zu dem, was ihr normalerweise verdüfteln würdet?
lasst es mich bitte gerne wissen. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, ist es Zeit zum Verabschieden. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.